Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus, ich grüße euch zu Aeroflight SF2, nee FS2, dem Flugsimulator. Ich fliege heute mit der Boeing 737-500 Southwest über Nevada und wir wollen Richtung, ja, dem Spieleparadies Las Vegas und da will ich einfach mal probieren, ob ich da eine Landung hinbekomme. Ja, ja, das könnte ja durchaus wieder ein bisschen schwierig werden, ne? Maximus und landen, naja. Gut, wir gehen mal rein und wir sehen schon eins, der Flieger will steil nach oben. Das soll er aber nicht. So, wir werden eine manuelle Landung machen, ohne hier diesen Schrot mit... Warte mal, wie weit sind wir denn überhaupt noch? Wir sind ziemlich hoch, wir müssen langsam runter. Wir sind bei 14.000. Ja, wir werden langsam mal in den Sinkflug gehen. Nimm da ein bisschen Tempo raus. Da vorne sehen wir schon Las Vegas. Und wenn man das hier alles anguckt, das ist alles noch ganz schön oldschool, ne? So, ich glaube, ich muss mich auf die Sache hier konzentrieren, ne? Ein bisschen hier, wie das eingestellt ist. Hoffentlich erkenne ich den Flughafen. Wir müssen ein bisschen auf Sicht. Wir haben hier keine digitalen Instrumente, die uns hier das alles noch ein bisschen sagen. Warte mal, muss ich da nicht Ender reinmachen? Ich habe schon wieder alles vergessen. Data Ender. Warum habe ich hier kein Ender? Wir machen keine ILS-Landung, heißt das so? So. Okay, ich muss ja ab und zu mal auf die Karte gucken. Da vorne ist der Flughafen. Und wir sind immer noch ziemlich hoch. Wir können noch nicht sichten. So, was sagt er uns denn an der Höhe? Können wir hier was erkennen? Wir sind über 6000 noch. 6000. Ja. Wir müssen jetzt langsam hier eindrehen, ne? So, da sehen wir schon mal die Skyline von Las Vegas und da ist das der Flughafen. Ah, ja. Das ist der Flughafen. Okay, 30 nautische Meilen waren doch nicht so... da läuft der Tee aus. Wir haben ja gesehen, dass der da noch eine andere Querlandebahn hat und die werden wir ansteuern. Oh, was sind hier? Turbulenzen oder was? Warum will denn der hier so fliegen? Komm, wieder gerade. Ganz langsam. Okay. Ah, das zeigt uns nur die eine Landebahn an. Dö, dö. Gucken wir mal, haben wir da auch noch eine? Ja, wir haben da auch noch eine Landebahn. Okay, dann nehmen wir die. Das war doch ein bisschen zu früh. Wo erkenne ich denn jetzt hier am blödesten die Höhe? Bin jetzt bei 7000. Ich gehe immer weiter nach unten. Hier vorne scheint auch noch ein Flughafen zu sein. Ja. Okay. Gut. 2.500 Kilometer. Meter sind wir jetzt. 2.500. Wir könnten schon mal... 2.500. Ne, das ist das falsche. Das hier. Mal um 1 nach oben. Wir werden jetzt eine Schwenk machen. So, nicht so doll. Nicht, dass der Tomatensaft ausläuft. Und dann ziehen wir mal hier rum.
Las Vegas, willkommen. Eieieiei. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Zeit, wenn wir dann merken, wir sind noch. Na toll, das war ja ein Satz mit X. Das war ja wirklich ein Satz mit X. War das ein Satz mit. War das ein Satz mit X, weil wir noch gar nicht so weit sind? Wir müssen die Flats wieder reinmachen. Sonst gehen wir hier zu steil. Komm mal her. So. Beobachten wir mal das von außen. Da ist die Landebahn. Ne, die nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen jetzt das, was wir vorhin genommen hätten. Nur in einer anderen Richtung. Ach ja, als Pilot hat man schon nicht einfach, ne? Und vor allem als Bruchpilot ist es ja noch schwerer. Aber so sieht die Maschine vom Design wunderschön aus, ne? Also die Triebwerke. Dieses eiförmige, die Schnauze, sieht echt gut aus. Gerade in der Verbindung hier mit der Lackierung. Schönes Gerät. Wenn wir lieber nach vorne gucken. Hier kommen langsam irgendwelche Berge. Jetzt müssen wir mal eine enge Kurve fliegen. So. Das ist ja wie ein Testflug hier. Ich glaube, so viel Grad würden die Piloten gar nicht machen, wie ich jetzt hier. Aber wir sacken ganz schön nach unten. So. Wir sind noch ziemlich hoch. Wir machen die Flats mal raus. Machen schon mal. Eins. Oh, jetzt wird spannend. Bisschen weiter nach vorne gehen. So, was ist jetzt eigentlich die richtige Landebahn? Ich muss mal schauen hier. Aha, die da. Gut, alles klar. Oh Gott, das wird jetzt sehr, sehr spannend. Bin ich noch zu hoch? Bin ich zu schnell? 2500. So. Was ist? Mauschen, Bremse. Hä? Wo waren die Bremse? Okay, ich hoffe, ich bin nicht so schnell. Oh ja, ich bin sehr, sehr schnell. 1000. Ich bin sehr, sehr schnell. 500. 400. 300. Okay, Freunde. 200. 100. 50. 40. 30. 10. Ich bin schon mal aufgesetzt. Nee. Ich muss durchstarten. Ah, verdammt. Gucken wir uns einfach nochmal an, was ich da gemacht habe. Und zwar gehen wir nochmal zurück. Das Interface aus.
Wir kommen jetzt hier schön angeflogen, aber da eindeutig zu schnell. Und ich komme da nicht so richtig runter. Hier dachte ich, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Eben aufgesetzt. So ein bisschen ins Trudeln gekommen. Aber ja, das war halt das Problem. Ne? Was machst du da jetzt, ne? Ja, da habe ich mich entschlossen, ich muss wieder durchstarten. So. Okay. Wir bleiben auf dieser Höhe. Wir lassen die Flats auch noch draußen. Ich muss aber mal schauen, was waren jetzt eigentlich meine... Habe ich hier meine Luftbremse hier unten, die Dinger? Also die jetzt in meinen Flats, ne? Wartet mal, Jungs. Da muss ich gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Flieger eine Luftbremse hat. Luftbremse N und B. Okay. Radbremse, Space. Ja, gut. N. Da tut sich aber nichts. Ach da, jetzt sehe ich die. Gut, alles klar. Ich denke mal, bei 200 müssten wir landen. Mal einen kleinen Schwenk machen hier. 1000. Ja, ja. Bei 1000 bleiben wir auch. Ungefähr. So, eine sehr, sehr enge Kurve da machen. Ja, danke für dein Abo. Wie gesagt, das ist ja wieder für den Urlaub was aufgenommen. Am 23. Dann nehme ich das auf. Wo ist denn jetzt der Flughafen? Jetzt habe ich eine komplette Drehung gemacht, wa? Warte mal. Wo ist jetzt der Flughafen? Jetzt mal gucken hier. Jetzt habe ich mich komplett verirrt. Muss ja jetzt hinter mir sein, wa? Ach, da ist er. Junge, 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 wir machen mal hier das Interface an hier, dann sehe ich hier gar nicht mehr durch. Oh, ja, noch ein Stück hier hin. Ja, ja. So, jetzt fliegt die Glubbe weg, ne? Bin ich denn jetzt? Hilfe, ich hab mich verflogen. Wo ist denn jetzt? Ach, da ist Las Vegas. So. So. Da ist er.
So, gefunden. So, Luftbremse ist draußen. 2500. Da ist er. Fahrwerk raus. Ah. So. Flats. So. So, nochmal zweiter Versuch. Da wäre ich schon ausgelacht. Hier zu landen. So, wie schnell bin ich? 200 noch was. Die Flats habe ich ja wieder ein bisschen reingemacht. Ja, Bremsklappen. So. Oh, der wird sehr unruhig. Wieso wird der so unruhig? So. Ah. Hilfe. 500. So. 400. 400. 300. Ja, ja. 200. 100. Wird aber sehr, sehr unruhig. 50. 40. 30. Ich sehe die 10. Landung. Gut, wir sind ein paar Mal so ein bisschen doof aufgekommen. Aber eigentlich bin ich doch ganz zufrieden damit. Huh. Oh, Junge. Also, wir kommen jetzt hier an. Da wurde er sehr, sehr unruhig. Also, muss ich sagen, ich weiß auch nicht. Mensch. So. Da merkt man schon, wie er hier so rumwackelt. Da habe ich jetzt das Triebwerk, den Schub ausgestellt. Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber er ist sehr, sehr unruhig. Ich habe echt zu kämpfen gehabt, warum auch immer. Und ich glaube, ich bin auch zu steil, oder? Kann das sein? Ich habe in gewissen Situationen, zum Beispiel hier, überhaupt nicht mehr gesehen, wo die Landebahn ist. Ja, also das ist schon. Und dann komme ich, glaube ich, auch zu schnell rein. Ich bin bei 206. Ja, eigentlich sollte das okay sein, ne? Aber ja, das ist eindeutig zu schnell. Eindeutig. Also für mich war es jetzt. Zack. Nochmal, zack. Dann bleibt er da. Und dann komme ich da wieder hoch, weil ich vergessen habe, nach unten zu drücken. Ach nee. Ach ja. Gut, wir haben es aber irgendwie hingekriegt. Und das ist ganz gut so. Also, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie der Maximus so ein Spielchen macht, fliegen, dann ab in die Kommentare. Gebt dem Video gerne einen Daumen. Denn wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme und sehe, dass es doch bei euch sehr gut ankommt, dann kann ich durchaus mal wieder weiter. Vielleicht auch sogar einen Livestream machen. Also mit den Worten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.